Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute die von euch gewünschte Sprachmod. Die Babys können sprechen und haben natürlich wieder ganz, ganz viel Mistur und ich muss das Ganze irgendwie klären. Ach Leute, das wird heute ein ganz, ganz wildes Video und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Lasst ein Like da, wenn ja. Viel Spaß. Wir gehen rein und let's go. Ah, dieser blöde Keller hier, ey. Wo kann ich denn meinen Strom wieder anmachen? Ja, hallo, hier Denno. Moin Denno. Hast du heute Zeit? Du, ist gerade ganz schlecht. Bei mir ist der Strom ausgefallen und... Ich muss ganz dringend zu einem Termin. Dringender Termin. Ja, kannst du dann vielleicht nochmal mit mir später in den Keller runtergehen und gucken, was da mit meiner Stromleitung los ist? Das wäre echt klasse. Ja, geht klar. Ja, cool, dann bin ich gleich da, ne? Alles klar, beeil dich bitte, es ist wichtig. Hat Elias da im Hintergrund geredet? Ja, aber es hat nur Papa gesagt. Ach so, okay. Ich dachte, ich habe mich verhört. Also, bis gleich, mein Lieber. Na, da sind wir doch schon wieder. Hä? Ist da jemand in der Wohnung? Jo, was geht denn da ab? Hä? Weißt du, wo dieser dumme Babysitter Denno ist? Keine Ahnung, der wollte einkaufen gehen oder so. Der ist jetzt irgendwie schon 2 Stunden weg. Die Babys reden? Von wem? Im Streich spielen? Ich habe schon eine richtig geile Idee. Dieser Trottel, wenn der nach Hause kommt, dann werden wir da eine kleine Dynamitladung hinter die Tür platzieren und dann macht es Bumm. Die wollen mir einen dicken Streich spielen mit Dynamit? Die sind doch nicht ganz dicht im Kopf. Oh, das ist ein richtig guter Plan, Elias. Ah ja, also das gibt richtig Ärger, würde ich sagen. Ja, also wenn du möchtest, kannst du die Dynamitladung selber hinpacken. Hört sich gut an. Jetzt reicht's mir! So, Emily, für die Aktion kannst du direkt mal in den Flur gehen. Und ich werde jetzt da mit dir quatschen, Elias. Na, hast du mir was zu sagen? So, hin da mit dir. Was willst du mir jetzt erzählen, hä? Ja, sag was. Ja, los, rede. Du hast doch eben so viel gequatscht. Yo, was ist denn das im Fernseher? Ich möchte ganz kurz über Dennos neuen Sponsor Idealo sprechen. Mit Idealo habt ihr den besten Preisvergleich, um günstig Sachen zu finden. Das heißt... Mann, Elias, jetzt lass mich doch mal reden. Das ist nämlich mein Sponsor, Leute. Ihr habt richtig gehört, Idealo ist eine Website bzw. auch eine App, mit der ihr Preise vergleichen könnt und immer den günstigsten Preis findet. Ich habe mir zum Beispiel letztens ein Parfüm gekauft, mein Lieblingsparfüm, und 17% gespart oder auch ein PlayStation 5-Spiel oder nach einem Monitor geschaut. Ihr gebt einfach den Monitor zum Beispiel dort ein und könnt sehen, wo der am günstigsten angeboten wird. Das sieht so cool aus. Das will ich haben, Denno. Idealo hilft euch, aus über 50.000 Shops herauszufiltern, um den günstigsten zu finden für das jeweilige Produkt. Und das geht super easy. Ihr klickt den ersten Link in meiner Beschreibung an, gebt das Produkt ein und findet direkt Bewertung, Lieferzeit und natürlich auch den Preis, Leute. Ihr könnt euch zum Beispiel auch die Preishistorie anzeigen lassen. Das heißt, wie teuer war das vor 6 Monaten? Wie teuer ist es jetzt? Kauft ihr zu einem ungünstigen Zeitpunkt ein? Und euch natürlich auch noch einen Wecker stellen, damit ihr zum Beispiel bei einem gewissen Preis alarmiert werdet. Also kriegt dann einfach so eine Benachrichtigung. Jo Mann, heute kannst du ein bisschen günstiger einkaufen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Sponsor und mich unterstützt, indem ihr einfach mal den Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar auscheckt. Vielen, vielen Dank an Idealo für die Kooperation und ich werde es für meine nächsten Einkäufe logischerweise wiederverwenden. Denno, kaufst du mir ein neues Spielzeug? Kuss geht raus an Idealo für das gesponserte Video und ja, Elias, kriegen wir schon alles hin, aber dann will deine Schwester wahrscheinlich auch wieder was. Aber eins sage ich euch beiden, Dynamit wird's hier heute nicht. Ich habe nämlich eure Gespräche belauscht und ihr braucht gar nichts zu tun. Als würdet ihr jetzt plötzlich nicht reden können. Ja, was? Hä? Die wollen es nicht anders. Gut, Elias, gut. Ich geh ordentlich mit euch um. Pass auf, ich bringe deine Schwester mal ganz kurz ins Betty. Und jetzt kannst du mir erzählen, was Elias gesagt hat. Wenn du ihn verpetzt, Emily, dann kriegst du keine Strafe. Ist das ein Deal? Ah ja, du bist also kein 31er, hm? Okay. Dann gehen wir mal zu Elias. Na, Elias, was hat deine Schwester mir denn da gerade erzählt? Die hat alles ausgepackt, ne? Was du da gerade erzählt hast mit dem Dynamit und so weiter. Ich würde es mir an deiner Stelle jetzt überlegen. Wenn du in 3 Sekunden nicht die Wahrheit sagst, dann gibt's so Ärger, mein Freund. Ich würde sagen, 3 Monate Hausarrest und ich sperre dich in den Dämonenkäfig. Ist mein Ernst. Da kannst du nicht zaubern und so. Dämonenkäfig. Ich hole jetzt die Windel, dann will ich alles hören. Hallo? Ich kann die Windel noch nicht holen. Ich muss erst die Flasche holen, Leute. Du hast ein bisschen länger Zeit zum Nachdenken, mein Lieber. Ach, gib mir die verdammte Flasche jetzt, Elias. Mann, wo ist denn die jetzt? Da. So. Elias. Na? Wie sieht's aus? Haben wir einen Deal? Oh, nee, die Flasche ist weg, Leute. Ah, doch nicht.
Du sollst die Flasche trinken. Trink die verdammte Flasche, Elias. Los. Keine Chance. Es geht einfach nicht. Okay. Was machen wir jetzt? Na, was machen wir jetzt? Soll ich dich bestrafen? Soll ich dich bestrafen, Elias? Okay, mein Lieber, ich hol dir jetzt einen Zug und da... Wenn du denkst, ich verrate meine Schwester, hast du dich geschnitten, du Idiot. Lass ein Like da, bitte. Was hast du da gerade gesagt? Hast du mich Vollidiot genannt? Alles andere ist mir egal. Aber du verrätst deine Schwester nicht? Ihr verdammten Kleingeschwister. Ihr denkt auch, ihr könnt zusammenhalten und mich dann komplett hier reinlegen? Was wird das jetzt, hä? Los, redet! Okay. Okay. Ihr wollt's auf die Tour. Kein Problem. Ich bin lieb. Ich schenke euch eine PlayStation 5. Eis. Ihr müsst nur ein Wort sagen. Nur ein Wort. Beide. Sagt Denno. Sagt Denno. Sagt jetzt Denno. Ich bin lieb. Leute, ich bin ganz gut. Hört mir zu, meine Kleinen, ja? Ihr braucht euch... Es ist alles okay. Das alles, was ihr geplant hattet, in der Vergangenheit gemacht habt und machen wollt, das ist alles vergessen. Ihr müsst nur mal kurz mit mir quatschen. Okay, dann halt nicht. Dann liest halt eure Geschichte selber und den verdammten... Alter Mann. Ja, ist gut. Dann schlaft ihr jetzt halt mit dem Bild hier. Ist mir auch egal. Ah, gute Nacht, Leute. Also wirklich, ne? Es geht ja nicht anders. Und diesen verdammten Zug, Mann, den braucht hier auch kein Mensch mehr. Mann, so ein Mist hier aber auch. Leute, ich muss mir was einfallen lassen. Wie zur Hölle krieg ich die Babys zum Reden? Ich schlafe erst mal eine Runde und dann gucke ich mal. Was machst du denn hier, Elias? Denno, es ist heute Nacht was passiert. Emily wurde, glaube ich, entführt von einem Dämon. Und naja, ich weiß nicht, wo sie hin ist. Kannst du sie suchen? Wo ist die hin? Wer war das? Erzähl, sag mir den Namen. Das war, glaube ich, Tenge Tenge. Tenge Tenge? Den Namen will ich in dieser Bude nicht nochmal hören. Der einzige Dämon, der sich hier rumtreiben darf in dieser Bude, das bist du, Elias. Und das dulde ich auch nur. Und das ist okay. Aber sobald hier irgendein anderer herkommt und meint, er kann deine Schwester klauen, hat er ein ganz dickes Problem mit mir. Wo? Ich habe keine Ahnung. Ich bin aufgewacht und dann war sie einfach weg. Okay, dann werde ich mir den Tatort tatsächlich mal selber angucken. Komm mit, mein Lieber. Ich guck mir das jetzt mal ganz genau da an, da oben, was da schon wieder passiert ist. Es kann doch nicht sein, dass du alles kannst. Du kannst mich wegzaubern, du kannst weiß ich nicht was machen, aber deine Schwester verlierst du jedes Mal aus den Augen. Oh, okay, warte mal ganz kurz. Setz dich mal bitte hier auf die Kiste und ich will keinen Mucks hören. So, was ist hier passiert? Die Tür ist nicht mehr da, Leute. Hä? Okay, hier ist ein Hocker umgeworfen worden. Ansonsten, das Bild ist jetzt hier. Ich habe ja das Bild auch noch auf euch draufgelegt. Ihr beide kriegt das doch. Also deine Schwester kann das niemals wegkriegen. Elias, lügst du mich an? Okay, wir gehen weiter gucken. Was ist denn... Ah, ich weiß, wo deine Schwester ist. Auf dem Dachboden wahrscheinlich. Gehen wir mal hoch hier. Ist nichts da. Im Bild kann die ja nicht sein, ne? Warte mal, Elias, was ist das denn hier? Ist das da Emily? Ich hab sie doch gesehen! Ich habe Emily gefunden! Oh! Oh! Hä? Hey, Emily! Was machst du hier in dem Bett, Mann? Alter, hast du sie nicht mehr alle oder was? Oh nee, ne? Wie kommen wir denn jetzt hier raus, ey? Ich bin hier gerade, warte mal, ich bin hier durch das Bild. Ja. Das wird nichts, ne? Okay. Ich werf dich jetzt hier runter. Vielleicht kommst du ja bei Elias wieder raus. Vielleicht ist das der Weg. Leute, warte. Und los! Das klappt. Bisher ganz gut. Kann ich jetzt hier wirklich rüber? Leute, stellt mal vor, die haben mir einen Streich gespielt. Nein! Ich wusste es! Oh, Alter! Ich hätte schwören können, hier ist ganz, ganz komischer Mist passiert. Warte mal ganz kurz. Was läuft hier? Ich guck mal ins Babyphone rein. Der denkt echt, der hat das alles geträumt, ne? So ein Vollidiot. Ich überleg nur gerade, ob wir ihn vielleicht noch viel, viel heftiger pranken können. Ja, genau.
Die haben mich reingelegt. Mein Plan ist, dass wir ihm die Hose klauen und vielleicht irgendwo aufhängen, weißt du? Was? Die wollen meine Hose klauen? So, Alter, jetzt reicht's. Jetzt gibt's sowas von Ärger. Ihr beiden oben. Jetzt gibt's so Ärger. Also gut, Elias. Jetzt haben wir beide mal richtig was zu bereden. Wir gehen jetzt raus und entsorgen dich. Das war's. Feierabend. Ne, mein Lieber? Du meinst, du kannst mich hier in meinen Träumen verfolgen und mich hier komplett durch den Kreis drehen lassen, oder was? Jetzt zeige ich dir, was ich kann. Ah, mein Lieber, willst du mal in dieses schwarze Loch reinfliegen? Ich werde dich jetzt in die Kanone stecken und dann fliegst du da oben rein. Das kommt davon, wenn du mit deiner Schwester immer sowas machst und jetzt mach einen Abgang! Habt ihr gesehen? Der hat doch gelacht. Oh Mann. Ich glaube, das endet gar nicht gut. Na gut. Okay. Und jetzt so? Ja. Alles klar, Digga. Mach ich wohl erstmal Feierabend. Ja, moin, hier Denno, du, das Baby hat heute zum ersten Mal geredet, glaube ich. Was? Was hat es dann gesagt? Ja, du, nichts Großes, hier mal ein bisschen Baba, Bubu und so, ne? Ach so, ja. Also das Übliche. Nee, wirst dann schon selber sehen, wenn du nach Hause kommst. Okay, ich mach dann Feierabend. Ciao, ciao. Tschüss. Vollidiot. Das habe ich gehört. Das war's wieder mit einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und vor allem, wenn ihr noch mehr Sprachmods sehen wollt zu den Babys. Das war mal ein kleines Experiment heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kuss, Kuss, Kuss. Geht nochmal raus an meinem Sponsor. Und ein dickes Küsschen auch an euch. Denno out.